So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lars uns reden. Ich darf einen weiteren sehr prominenten Gast begrüßen, nämlich die gute Hansi Jochmann. Hallo. Hallo, Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass dieser Talk stattfinden kann. Vielen herzlichen Dank. Ja, im Grunde, was soll man da groß an einleitenden oder vorstellenden Worten sagen? Die Stimme ja, die deutsche Stimme im Grunde für Jodie Foster und aber auch für viele, viele andere Projekte. Ganz kurz von der Vita her, Sie machen sehr viel Theater, habe ich Ihrem Wikipedia-Artikel entnommen. Das ist die Grundlage für jeden Schauspieler. Das kann ich nur weiterempfehlen. Also, Entschuldigung, das war jetzt vielleicht missverständlich formuliert. Nicht Theater machen im Sinne von aufregen. Entschuldigung, es geht schon Nein, los. Theater im Sinne von Schauspielerei auf der Bühne. Genau. Ja, So so habe ich das auch gemeint. meinte ich das. Ja, Entschuldigung, manchmal überholt mich meine Nervosität ein klein wenig und dann kommen Dinge raus, die man eventuell vielleicht doch nochmal präzisieren sollte. Schauspielen, danke, das war das Wort, das mir gerade nicht einfallen wollte. Schauspielerei, Grundlage für alles, gar keine Frage. Sie haben darüber, andersrum, direkt die offensichtlichste Frage vorweg, Entschuldigung. Wie kam es zu Jodie Foster als Besetzung? Also wie gesagt, die Grundlage der Synchronisation ist eine gute Sprechtechnik, Erfahrung, Kollegen, die man verehrt, denen man zuhört. Und ich war damals am Schillertheater. Ich bin mit 20 an die staatlichen Schauspielbühnen Berlins gekommen und habe vorher aber auch, also seit meinem 6. Lebensjahr hier in Berlin auf der Bühne gestanden. Dann klingelte eines Tages, ach, und synchronisiert habe ich natürlich wie verrückt, also Hausboot. Und wenn Sie da meine Vita sehen, da stehen ja auch die Filme drin, die ich synchronisiert habe oder großen Teil. Eines Tages rief ein Synchronregisseur an und sagte, er hätte hier eine 14-Jährige, die synchronisiert werden musste. Und wohlgemerkt, ich war 23 und habe dann gesagt, ach nee, also Joachim, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Ich will erwachsene Leute sprechen und nicht mehr Kinder. Kinder spreche ich seit meinem 6. Lebensjahr. Nein, du musst hierher kommen. Ich bin hier mit Christian Brückner und wir haben hier einen Film und da ist ein Mädchen, die ist 14 und das ist eine ganz besondere Rolle und die wirkt unheimlich erwachsen und hat eine, also dir sehr ähnliche Stimme. Komm bitte doch mal ins Studio und guck dir das an und dann kannst du ja immer noch Nein sagen. Und die hatten vorher also ein Kind engagiert, also altersgemäß. Und ich kam ins Atelier und schaute mir das mit Christian Brückner zusammen an. Und dann dachte ich, Donnerlittchen, die hat es ja faustdick hinter den Ohren, das Püppchen. Und das sieht gar nicht aus, ja. Donnerwetter, ja. Und die hörte sich an, als würde sie jeden Tag eine Flasche Whisky trinken und drei Schachteln Zigaretten rauchen. Und irgendwie, ja, das passte einfach alles. Und das hat mir auch Spaß gemacht, weil sie damals schon hochbegabt war. Und ja, dabei ist es geblieben. Ja, weil genau das ist es halt. Ich hatte ja jetzt auch schon das Vergnügen und die Ehre, mit dem einen oder anderen von Ihren Kollegen zu sprechen. Und es gibt halt immer mal wieder so, dass man für eine Stimme besetzt wird, aber dass man so einen Schauspieler oder eine Schauspielerin mit einer Stimme verknüpft, das ist halt wirklich handverlesen selten, wie jetzt gerade zum Beispiel Christian Brückner, der üblicherweise für Robert De Niro natürlich absolut untrennbar ist, aber, und genau das ist es halt, Jodie Foster da. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich spreche mit Jodie Foster. Das ist gerade so ein bisschen, ja, das ist seltsam. Aber wie das Gehirn manchmal so Sachen verbindet, das ist total faszinierend. Und ja, deswegen, also Jodie Foster auch eine Wahnsinnsschauspielerin. Und da hatte ich vor, Moment, ich muss mich gerade überlegen, vor 14 Tagen hatte ich mit dem lieben Klaus-Peter Damitz gesprochen. Und der hat ja zum Teil auch sehr, sehr harte Rollen hier, den Inspektor Kido in Man in the High Castle zum Beispiel oder so gesprochen. Und ich meine, jetzt gerade, wenn man jetzt mal bei Jodie Foster nimmt, dann kommt man logischerweise an Schweigen der Lämmer nicht vorbei. Das ist ja auch ganz schön harter Stoff im Grunde. Ich fand noch härter angeklagt.
Das war auch nicht gerade so, also das war irgendwie immer so auf verschiedenen Ebenen, war das immer so ein bisschen unangenehm irgendwie dann gefühlt. Aber wie bereitet man sich auf sowas vor? Das finde ich halt immer so faszinierend, weil das sind ja größtenteils Sachen, die kann man ja nicht üben. Nee, sie gucken sich den Film im Original an, wenn er dann endlich aus den USA kommt. Und dann leider sind die heutzutage derartig zugepumpt mit so Urheberschutzrechtsstempeln. Der, den ich mir heute angucke, der neue Foster-Film, der ist in Schwarz-Weiß. Ich habe es auch schon erlebt, dass die Warner einen Urheberrechtsstempel so aufs Bild geknallt haben, dass man die Gesichter nicht mehr erkannt hat. Also, das ist auch schon dämlich, ja. Und ja, also wie gesagt, ich gucke mir den Film an, dann gehe ich im Dezember ins Studio. Dann bin ich ja alleine im Studio, nicht nur wegen Corona, sondern weil man sich neuerdings, oder also es geht schon seit ein paar Jahren, ausgedacht hat, dass jeder Schauspieler einzeln aufgenommen wird. Was ich ziemlich ätzend finde, weil beispielsweise, also selbst wenn sie, also ich komme immer aufs erste Band und bei Schweigen der Lämmer war es so, dass Rolf Schult als Hannibal Lecter auf dem zweiten Band war, wir aber trotzdem gemeinsam im Synchronatelier standen. Was den Vorteil hat, dass ich höre, was er sagt, beziehungsweise wie er es sagt und ich darauf antworten kann. Und es gibt so oft beim Synchron solche gravierenden Fehler, dass die eben gar nicht mehr zuhören, was der da im Tick davor gesagt hat, sondern einfach drauf losquatschen, ob das jetzt als Anschluss stimmt oder nicht. Das ist eigentlich alles Purwedel, ja. Und das sind so Sachen, die ich an der Synchronisation nicht so gerne mag. Außerdem werden heutzutage gute 350 Takes am Tag gemacht. Da bin ich auch nicht mehr dabei, sondern ich habe einen Vertrag, wo ich nicht mehr als 100 Takes am Tag spreche, weil das reicht auch. Also wenn Sie etwas gut und anständig und perfektionistisch sprechen, synchronisieren wollen, dann sind Sie mit 100 Takes ganz gut bedient. Also weil es ist doch gerade, wenn man alleine im Atelier steht und einen Take nach dem anderen spricht, ist es doch ganz schön anstrengend. Genau, das ist es. Also gerade die Qualität, weil da sind wir ja gerade in Deutschland, dank eben so herausragender Sprecher wie zum Beispiel Ihnen, sind wir halt sehr verwöhnt. Aber da macht man sich halt, also da schlage ich halt auch mal so die Hände über den Kopf zusammen, was da dann so einen Druck dahinter ist und wie gut das dann immer noch klingt. Na, nicht immer, ne? Nicht immer. Ja, aber so bei den größeren Produktionen zumindest schon noch. Also ich meine, gut, auch da merkt man dann teilweise mal so Unterschiede, aber ich sage jetzt mal so, für mich als jemand, der sich das erstmal so anguckt und dann später nochmal vielleicht ein paar Mal reinhört, um so verschiedene Details rauszuhören, das ist schon sehr, sehr gut. Also verglichen mit anderen Ländern. Traurigerweise muss man ja fast schon sagen, ne? Synchronisiert ja kaum ein anderer. Also im deutschsprachigen Raum sind wir es. Schweizer und Österreicher synchronisieren so gut wie überhaupt nicht. Dann die Benelux-Länder sind meistens in der Lage, Deutsch zu verstehen, beziehungsweise so wie die Skandinavier auch. Sie sprechen fast alle Englisch und brauchen keine Synchronisation. Und darauf wird es hoffentlich in diesem Land auch mal zulaufen, dass wir die Filme nicht mehr synchronisieren, sondern dass die Filme im Original laufen. Gut, wenn es jetzt ein chinesischer Film ist, das ist natürlich. Versteht das niemand. Da bin ich dann auch für Untertitel. Ich gucke wahnsinnig viel Netflix und auch Amazon Prime. Und ich muss sagen, wir schalten auch zum O-Ton, schalten wir englischen Untertitel dazu manchmal. Weil wenn jetzt ein Film in Südstaaten spielt, na, dann müssen wir schon sehr gutes amerikanisches Englisch können, um die teilweise zu verstehen. Ja? Aber ich bin echt dafür, man sieht es an den Skandinaviern, die sprechen alle perfekt Englisch. Und das wünsche ich unseren deutschen Kindern auch, dass sie ins Kino gehen und auch durch das Kino sehen und auch im Fernsehen das Kino sehen und hören, Fremdsprachen einfach besser drauf haben. Genau, das ist halt auch immer so ein Thema, wie man dann über sowas kann man sich halt auch sehr gut nochmal Fremdsprachen erarbeiten. Das ist Eben. auch mal so ein anderer Bereich, der mittlerweile, weiß ich nicht, ob der wichtiger geworden ist, aber bei mir ist halt eine sehr große Leidenschaft Bereich Gaming. Und da hat man ja auch sehr, sehr viel mit Englisch zu tun. Und ich Ja, habe eben. einen sehr großen Teil meiner Englischkenntnisse, würde
würde ich jetzt mal so sattelfest gut durchschnittlich bezeichnen. Die habe ich vom Gaming-Bereich. Oder eben, wenn ich mir Interviews angeguckt habe, da schnappt man mal die eine oder andere Redewendung auf. Aber so, na, aus der Schule, da ist nicht viel hängen geblieben, muss ich so der Fairness halber gestehen. Ich habe auch am meisten gelernt durch meine jahrzehntelange Arbeit im Synchronstudio. Und ich hatte mir mal ausgedacht, ich höre jetzt mal ein Hörbuch auf Englisch und lese den Text gleichzeitig dazu, den Englischen. Weil das ist auch eine gute Methode, um Englisch zu lernen, weil da wissen sie dann sofort, wie was ausgesprochen wird, weil, beispielsweise Pride and Prejudice. Ich wusste überhaupt nicht, wie Prejudice ausgesprochen wird, ja, oder andere Worte, die nicht so, also sagen wir mal, häufig in unserer englischen, also wenn wir Englisch benutzen, in unserer Sprache vorkommen. Und da gibt es ein paar irrsinnig erfolgreiche Methoden, das eigene Sprachverständnis zu verbessern. Und dazu gehört auch, ins Kino zu gehen und die Filme im Original zu sehen. Das zum Beispiel auch, wobei das ist ja lustigerweise, das ist ja irgendwie auch so ein, nee, ich will nicht sagen Glaubenskrieg, aber so auf der einen Seite die Leute, die sagen, nee, wir hören grundsätzlich alles oder gucken grundsätzlich alles auf Englisch und auf der anderen Seite, nee, wenn ich hier schon bin, dann möchte ich, und wir so eine gute Synchronisationsmöglichkeit haben, dann möchte ich die auch nutzen. Ja, Faulheit nennt man das. Na, oder so. Ja. Was mir dann noch aufgefallen ist und was ich sehr interessant finde, Sie sprechen ja oder beziehungsweise lesen ja auch sehr, sehr viele Hörbücher. Das ist so ein Punkt, da hab ich, das liebe ich, weil neben, dann, wenn man mal gerade irgendwas am Zocken oder am Basteln ist, da nebenbei dann so ein Hörbuch sich anhören, das ist so für mich die maximale Form von Entspannung. Ja. Und da würde mich mal interessieren, wie muss man sich das vorstellen? Weil das sind ja zum Teil auch ordentliche Bücher, also so Buchdicken. Liest man die erstmal ein paar Mal durch oder wie bereitet man sich auf sowas vor? Erstens mal sind die Bücher, es waren ja fast alles Krimis, die ich gelesen habe, die sind schon mal vorgekürzt. Und das eklatanteste Beispiel war ein Buch von dieser Autorin, die ich ganz oft gesprochen habe, jetzt ja nicht mehr. Das habe ich im Original gelesen. Und fand es sehr interessant und es spielte irgendwie in Guatemala. Und da wurde ein ganzer Strang von diesem Buch auf Deutsch einfach gekillt, rausgestrichen. Und dann habe ich gesagt, also Leute, das könnt ihr nicht machen. Das ist der Genozid an den Guatemalteken. Das ist eine wichtige politische Geschichte gewesen. Ja, nein, ach, das hat mich vorangetrieben und das ist doch neben. Also da war ich, muss ich ehrlich sagen, stinkesauer, das fand ich nicht richtig. Und ansonsten lese ich ein Krimi, so tut es mir leid, nicht vorher. Weil das könnte ich nicht. Ich finde das so schon todlangweilig. Und wenn ich das zweimal lesen müsste, also ich habe Gott sei Dank die Begabung, das hatte ich schon als Kind. Ich konnte irre gut vorlesen und ich habe auch immer gewusst, was ich da lese und wie ich es zu lesen habe. Und später sowieso als Schauspielerin. Aber ich gehe ins Studio, setze die Kopfhörer auf, der Tontechniker pegelt das ein und dann geht's los. Und ich lese etwa 3x2 Stunden, dann bin ich aber auch bedient. Also muss ich wirklich sagen, physisch wie auch psychisch. Bin ich bedient, dann mache ich eine Pause und so ein Buch lese ich in etwa 3 Tagen. Wow. Naja, aber es ist nicht jetzt so mein Favorite-Ding. Das ist eine amtliche Schlagzahl, ne? Da sind wir wieder bei so Konzentration und Arbeitstempo. Halleluja. Also ich kenne eine Kollegin, die soll angeblich ein Hörbuch an einem Tag eingelesen haben. Oh. Was ich mir nicht vorstellen kann. Also wow. Irgendwie grauenhaft die Vorstellung. Da wurden einige Kaffeetassen geleert, wahrscheinlich. Ja. Aber das Problem ist eben, dass ja die wirklich anspruchsvollen Sachen, also bis auf den Schätzing, den ich gelesen habe, da, wie hieß das Buch nochmal? Breaking News. Das fand ich sehr spannend, das hat auch großen Spaß gemacht. Weil das war die Geschichte Israels und das war wahnsinnig interessant und so bildend. Und ja, also das habe ich sehr gerne gemacht, aber diese Krimis lese ich nicht gerne. Also dann spreche ich lieber Kriminalhörspiele
ja, mit mehreren Personen, so wie ich auch aufgenommen habe mit dem Gott, ja, Elster, mit nicht Elstermann, der Gott, das will mein Gedächtnis wieder. Also der hat eine Reihe gemacht über Sherlock Holmes und Johann von Bülow hat den Sherlock gesprochen und da waren Ja. insbesondere zwei Frauenrollen drin, die ich sehr gerne gesprochen habe. Und das macht Spaß, weil es eben ein Dialog ist. Also ich spreche sowieso wahnsinnig gerne Hörspiele. Wenn man dann im Moment geht es ja leider nicht, also wohl nur bedingt, wenn man dann nach Hamburg oder nach Köln fährt, hier in Berlin wird ja seltenst noch ein Hörspiel aufgenommen. Das macht großen Spaß, zumal man wirklich immer die Crème de la Crème an Sprechern und Schauspielern trifft. Ja. Ja, das ist ja dieses Thema Xen, was wir eben auch hatten. Das ist sehr, sehr, also ich stelle es mir, ich könnte es mir nicht mal vorstellen, wie schwer das ist wahrscheinlich, weil alleine nur sowas, wann man Luft holt und wann man ausatmet und so Sachen, das kann ja schon einen Satz Das komplett wissen Sie natürlich verändern. als Schauspieler. Sowas hat man als Schauspieler gelernt, weil Sie müssen auch auf der Bühne mal einen langen Monolog sprechen. Da müssen Sie auch wissen, wann mache ich eine Pause, wann atme ich ein, wann ist der Atem zu Ende, wann atme ich wieder ein. Also das sind eben die Grundbedingungen des Sprechens und der Schauspielerei. Denn Sie können auch kein Hörbuch aufnehmen, wenn Sie drunter lesen wie ein Nachrichtensprecher. Genau. Okay, also das ist dann quasi weniger Bereich Synchronsprecher, oder Synchronschauspieler, das ist Grundhandwerkszeug, Ja, Schauspielerausbildung. weil beim Synchron sind sie ja auch noch gehandicapt, indem sie eben wahnsinnig aufpassen müssen, dass das alles lippensynchron ist. Also sie stehen ja im Atelier und haben den Text vor sich und dann versuchen sie den halbwegs auswendig zu können, also zwischendurch können sie auch noch runtergucken, noch mal gucken, ob das stimmt, was sie da jetzt gleich sagen werden. Und dann gucken sie nach oben auf die Leinwand und sehen, ob der Text da überhaupt hinpasst, so wie sie ihn sprechen. Wenn er zu lang ist, dann müssen sie sehen, entweder sie sprechen schneller oder der Regisseur nimmt ein Wort raus. Wenn er zu kurz ist, muss der Text verlängert werden oder man spricht langsamer und man muss eben so sprechen, dass das oben so aussieht, als würde es aus Jodie Fosters Mund kommen. Das ist meistens gut. Ja, also da macht man sich auch nicht so die Gedanken irgendwie drüber, was da so an Aufwand hinter ist. Das sieht dann immer so einfach aus, aber das ist dann, ja. Es ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit. Absolut, deswegen, weil gerade was so Konzentrationssachen angeht, da bin ich sehr, sehr eingeschränkt immer mal wieder. Das merke ich leider immer und da ziehe ich einen Hut vor. Absolut. Was ich dann noch extrem interessant finde, weil ich bin auch so ein Doku-Nerd, ich liebe Dokumentationen, Ja, genau. da sprechen sie auch irgendwie alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also finde ich total super. Also ich spreche ganz bestimmte Sachen nicht. Ich mache keine Werbung, ich mache auch keine Politwerbung, ich mache keine Sachen unter 15 Minuten. Ich spreche sehr gerne für Museen, die so einen Museumsführer aufnehmen. Und ich spreche natürlich für die ganzen deutschen Fernsehanstalten oder Fernsehproduktionsfirmen. Und ich spreche sehr viel hier für den RBB, für Spiegel TV, für Arte, für den Bayerischen Rundfunk, für den Hessischen Rundfunk, fürs ZDF natürlich. Und das ist, ja, da muss ich sagen, da habe ich eine gewisse Routine entwickelt, obwohl alle Leute immer sagen, also wenn ich sie höre, dann habe ich das Gefühl, sie wissen, was sie da sagen. Ja, kann ich nur sagen, das stimmt. Ich weiß, wovon ich rede. Also das habe ich mir schon vorher irgendwie durchgelesen und angeeignet, ob das jetzt mein Thema ist oder nicht. Aber das mache ich sehr, sehr gerne, Dokumentation. Na, genau, weil da sind wir wieder dabei. Ansonsten klingt es halt so ein Pressetext vorlesen. Es soll ja auch irgendwo Emotionen irgendwo wecken. Gerade bei so, das finde ich halt auch so spannend, so Museumsführung. Das habe ich mich immer gefragt, wie funktioniert denn das? Bekommt man quasi dann so ähnlich bei einem Film oder auch bei generell diesen ganzen Dokumentationen? Ist das schon vorgeschnitten? Also ist erst das Bild da und man spricht dann oder andersrum? Gar kein Bild.
Das ist der Text, der ganz trocken aufgenommen wird, weil es ist dazu da, dass die Hörer, während sie die einzelnen Bilder oder Statuen oder sonst was oder Teppiche oder irgendwas betrachten, hören sie die Beschreibung und Entstehungsgeschichte dieses Kunststücks sozusagen. Und das ist der Punkt, da kriegen sie den nackten Text und dann erzählen sie über dieses Kunstwerk aus. Und dann wird das hinterher, der Tontechniker schneidet das dann zusammen auf diesen transportablen Hörapparat und dann nimmt sich der Zuschauer bzw. der Besucher des Museums dieses Ding, steckt sich die Stöpsel in die Ohren und hört das an, was ich dann über Vincent van Gogh zu sagen habe. Okay, ja, gut, okay, klar. Und ich meine jetzt zum Beispiel auch bei Dokumentationen darum, wenn ich jetzt irgendeine Naturdoku oder sowas habe, weil es sind ja auch mal, die Bilder sind ja immer auf den Text abgestimmt oder andersrum. Wie ist das da? Naja, Sie haben ja einen Timecode, der am Text steht. Also da steht dann 14:11. Da sind Sie ganz genau bei 14:11 müssen Sie ansetzen. Dann kommt der Text über Flughafen Berlin, also den neuen Flughafen hier. Und das sind dann, weiß ich nicht, manchmal nur eine Zeile, manchmal 6 Zeilen. Und dann guckt man, ob das da drauf passt oder nicht. Und meistens passt es drauf, weil die Filmemacher das ja vorher schon mal eingesprochen haben und ja die Erfahrung haben, ob es reingeht sozusagen. Und dann ist halt gut, dann wird das, ich sehe mir das Bild an und sehe den Timecode und dann setze ich ein und dann spreche ich den Block bis zu Ende und dann kommt der nächste Block. Okay, also immer so mit so Timestamps versehen und dann hat man quasi von dann bis dann habe ich Zeit, den und den Satz zu sprechen und dann Genau. Tempo und so muss ich mir dann quasi selber einteilen. Ich spreche es aber auch oft durch. Das heißt, also da werden gar keine Pausen gemacht, sondern da bin ich jetzt bei 14:11 und der nächste Text ist bei 15:27. Dann ich mache das alles mit iPad, dann scrolle ich da runter und lese dann bei 15:26 den Text, der da steht. Und wenn ich mich verquatsche, dann setze ich noch mal neu an. Das können die Tontechniker aber alles ausradieren und dann wissen die ganz genau, okay, macht sie noch mal 15:26 von vorne und dann spreche ich das immer weiter. Also das ist eine Arbeit, da nehme ich etwa, brauche ich etwa für ein 30 Minuten lange Doku etwa 1,5 Stunden. Ja, da ist ein Wahnsinns-Arbeitsaufwand dahinter, ne? Das sieht immer so schön einfach dann aus im Endergebnis. Schöne Doku, spannend erzählt, aber was da so dahinter ist. Und das ist ja jetzt nur die Sprache, ne? Ja, ist alles Aufwand, ist alles Arbeit. Und jeder leistet da seinen Teil, der den Film gedreht hat und der Tontechniker, der alles zusammenschneiden muss und alles säubert und der Sprecher, der sich konzentrieren muss, dass er beim richtigen Timecode auch den richtigen Text, ohne sich zu versprechen, ohne falsche Aussprachen, genauestens zu wissen, wie dieser Mann aus Bangladesch mit diesem Namen ausgesprochen wird. Und ja, und dass es dann drin ist und nicht zu lang ist. Und also, aber das macht auch die Routine. Da hat man irgendwann, hat man das einfach drauf. Denke ich mir halt auch, wenn man so viel in dem Bereich dann arbeitet, weil das ist ja im Grunde eine sehr, sehr große ja, Professionalisierung, aber auch Spezialisierung, dann hat man das wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen im Gefühl. Das war doch, ich habe den Namen jetzt auch vergessen, der Kollege, der den Paul Newman gesprochen hatte. Rolf Schuld. Ja, genau, Entschuldigung, Rolf Schuld, oh Gott, Himmel. Der hatte, das hatte mal ein anderer Kollege in einem Interview erzählt, hat er gar nicht mehr irgendwie groß geguckt, wie der spricht oder so, der hat einfach nur noch gehört und hat dann blind einfach darauf die Takes gesprochen, weil er gesagt hat, nö, ich kenne den Schauspieler, ich weiß, wie der Ja, geht. hat er recht. No. Hat er recht, mache ich auch so. Ah, Also, okay. wenn ich die Foster sehe, ich gucke mir den Take an, ich gucke mir auch noch zweimal an und wenn er besonders schwer ist, gucke ich ihn mir dreimal an und dann weiß ich eigentlich, dann probiere ich das aus. Also schon wegen der Länge oder wegen der Pausen, die da drin sind oder wegen der Atmer, die sie machen müssen oder vielleicht macht sie zwischendurch. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, was man alles drauf synchronisieren muss. Und dann, ja, dann versuche ich das und dann wird es aufgenommen, fertig.
Na, da ist man doch irgendwie auch so ein bisschen, man verschmilzt doch so ein bisschen mit dem anderen, weil man kennt dann so viele Eigenheiten irgendwie. Ja, ich bin seit 37 Jahren, ja. Na. 37 Jahre Jodie Foster. Und ich weiß auch ganz genau, also immer wenn ich ihre Verletzung im Auge sehe, dann denke ich, ach ja, meine Güte, das hat sie auch schon lange. Die hat so ein, da ist die, ich weiß gar nicht, also es gibt immer in dem einen Auge einen großen Fleck. Da hat sie wohl mal einen Unfall gehabt. Und der ist nie weggegangen über die Jahrzehnte. Und immer wenn ich das sehe, ist es so wie Erinnerung, ja. So, ach ja. Und ja, also das ist natürlich eine Situation, wenn sie die sprechen und wenn sie die so, ich kenne die, seit sie Kind ist, ja, 14 ist. Und ich habe sie auch dreimal getroffen in den letzten Jahrzehnten. Sehr angenehm, sehr nett, sehr professionell. Und dann will man das natürlich auch möglichst so gut machen, dass es dem Original an nichts fehlt. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil also Jodie Foster ist ja in der Hinsicht tatsächlich eine, also so in meiner Wahrnehmung zumindest eine Ausnahme, weil sie beide, wie sie sagen, sie haben sich zum einen halt auch schon öfter mal getroffen, aber sie hat ja auch, so hatte ich das in einem anderen Interview verstanden, sie wertschätzt sie ja auch Ja. durchaus. Ja, das hat ihre Mutter zum ersten Mal bei, ich weiß gar nicht, ob es war angeklagt war, irgendein anderer Fünftklässler war bei angeklagt. Da hat sie zu ihrer Tochter, da haben wir uns dann getroffen hier in Berlin im Hotel und haben uns miteinander unterhalten. Und dann hat sie mir erzählt, ihre Mutter hat gesagt, ich wäre weltweit die beste Stimme auf ihrer Tochter. Das hat mich natürlich sehr geehrt, wenn die Mutter das sagt. Absolut, absolut. Wobei ich würde da auch nicht widersprechen wollen. Also, ich finde das sehr, sehr passend. Also, stimmlich absolut. Also, jetzt nicht passend im Sinne von vom Klang her, aber einfach wie sagt man, vom Charakter her. Also, glaubhaft. Ja, die ist mir auch ähnlich, muss ich sagen, wie sie spielt. Also es geht ja bei ihr in den Augen unheimlich viel vor. Also wenn man sie beobachtet, merkt man ganz genau oder ja, kann man quasi erfahren, was sie denkt. Ja, also so geht es mir jedenfalls immer. Ich kann ihr von der Stirn ablesen, was sie jetzt denkt. Und das ist einfach, sie ist sehr konzentriert bei all ihren Rollen, die sie gespielt hat. Sie ist einfach, ich meine, nicht umsonst hat die Frau zwei Oscars bekommen. Sie ist einfach eine Spitzenschauspielerin, ohne viel Heckmeck, ohne viel Glamour oder Schickimicki, sondern sie ist so, wie sie ist. Sie ist sehr selbstbewusst und aber ein absoluter Profi, ein absoluter Profi. Definitiv. Und also ich habe mir auch mal auch etliche Interviews und da musste ich so lachen. Ich gucke mir immer mal wieder auch Interviews von ihr an und sie ist halt auch ein super sympathischer Mensch. Aber ich habe mich immer gewundert, weil Moment mal, irgendwie die Stimme, die passt nicht, weil ich so an sie gewöhnt bin. Aber und dann halt gerade dann auf der anderen Seite wieder so Rollen wie dann Schweigen der Lämmer oder sowas. Das ist dann schon, das ist, also da muss man schon ordentlich was für machen. Respekt. Also. Aber auch wieder vom Sprechen her find ich das halt extrem beeindruckend, so harte Sachen oder auch angeklagt und sowas. Das ist heftig. Also nimmt man sowas dann irgendwie auch mal mit nach Hause und denkt da nochmal ein Minütchen drüber nach, oder? Nö, man denkt eigentlich über den Inhalt des Films nach und denkt, was ist das für ein Gesetz, dass du dann angezeigt wirst, wenn du jemandem nicht hilfst. Also das war das, was mich am meisten irgendwie berührt hat, ja. Dass die sie vergewaltigen und die anderen stehen drumrum und unternehmen nichts. Und das war das, was mich auch am meisten da in dem Film aufgewühlt hat. Und der ganze Anfang, wenn sie aus diesem Kneipe da rausrennt und dann von einem LKW-Fahrer mitgenommen wird, der sie ins Krankenhaus bringt und sie dann beim Arzt ist. Und es war wirklich so, dass sie, wenn man sich den O-Ton angehört hat, hatte sie so gut wie gar keine Stimme mehr. Also die konnte gar nicht sprechen, die war nicht heiser, sondern die Stimme war wie so ein, hing an einem seidenen Faden sozusagen.
Da habe ich immer überlegt, wie machst du das, wie machst du das? Na, da habe ich mir im Atelier meinen Hals zugedrückt, dann hörte sich das genauso an. Das war irgendwie eine gute Methode, war sehr, sehr glaubwürdig, hörte sich klasse an, fand ich. Oha, ne, dass man sogar zu solchen Mitteln greift, ne, voller Körpereinsatz. Ja, stimmt. Wow, das ist krass. Ja, und also ich finde das einfach Wahnsinn. Also, dass man so da eintaucht und nimmt man das irgendwie, weil das ist auch irgendwie sowas, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. So die Wahrnehmung der eigenen Arbeit, weil ich meine, gut, Schweigen der Lämmer, ein riesen, riesen Film. War einem das damals bewusst oder nimmt man das in Drei dem Moment Wochenenden. wahr? Drei Wochenenden haben wir gebraucht. 6 Tage habe ich mit Rolf Schult im Atelier gestanden. 6 Tage für den ganzen Film. Ja. Wow. Okay, ist jetzt auch wieder gerade eine Seifenblase zerplatzt. Ich habe jetzt wunders gedacht, was das ein Aufwand war. Ja, dann wäre es. Das ist Halleluja. einfach, das sind halt alles die Arbeitsbedingungen bei uns heutzutage. Dass die Firmen untereinander sich konkurrieren und wer macht es billiger und wer macht schneller und wie viele Takes werden ausgezählt. Ich habe jetzt auch für den neuen Foster-Film im Dezember, ich habe auch dem Aufnahmeleiter gesagt, also maximal 25 Takes aus. Also es das heißt umgekehrt. Also ausgezählt werden meistens 23 Takes die Stunde. Ich möchte aber gerne in einer Stunde weniger Takes aufnehmen. Das heißt, also normalerweise zählen die zwischen 23 und 25 Takes aus und ich habe gesagt, naja, dann zählt mal bitte 20 Takes aus. Ja? Das heißt, bei 100 Takes sind das eben 5 Stunden. Das ist viel Arbeit, Ja. viel Zeit, viel Anstrengung. Und ich glaube, dadurch, das ist ja ein sehr anspruchsvoller Film, dieses Prisoner 720, der spielt. Spielt ja, also das Thema ist Guantanamo Oh und Gott. wie heißt der? Wie heißt der Engländer? Batch. Cumberbatch, Benedict Ja, Cumberbatch. Benedict Cumberbatch spielt damit und ich glaube, sie spielt entweder die ich bin sehr gespannt auf heute, entweder die Staatsanwältin oder die Verteidigerin. Und wenn das ist, dann wird sie da im Gerichtssaal also schon wieder unheimliche Sachen loslassen. Ja? Also da wird sie einfach unglaublich spielen. Und dafür brauche ich Zeit, weil ich bin ja kein Papagei, der das hinterher quatscht, sondern ich muss mir ja einen eigenen Weg suchen. Ja? Eine eigene Art und Weise, wie ich das rüberbringe, was sie da oben macht. Das muss ja transportiert werden ins Deutsche. Machen wir einfach mal gerade weiter da. Nee, weil also genau gerade dieser Zeitfaktor, weil das ist ja jetzt gerade eben mit angeklagt, was Sie da gesagt hatten. Zum einen, man muss natürlich erstmal registrieren, was passiert da überhaupt, aber dann braucht man ja auch unter Umständen, je nachdem, was da dargestellt wird, brauche ich ja auch irgendwie eine Zeit für mich, wie stelle ich das her? Ne? Richtig, ja. Deswegen, also da ist ja. Irgendwie schade. Und das meinte ich halt am Anfang, da ist es irgendwie fast schon wieder schade. Das hatte ich auch mit Klaus-Peter in dem Talk gehabt. Das ist irgendwie fast schon wieder schade, dass es auf so einem hohen Niveau dann immer noch funktioniert. Weil Weil ansonsten. es Gott sei Dank immer noch genug gute Sprecher gibt. Also von den 1000 Sprechern, die rumlaufen, sind etwa 200 Spitze, ja. Und den Rest kann man eigentlich vergessen, weil sie brauchen nur mal amerikanische Serien im Fernsehen zu sehen. Da wird mir persönlich schlecht, ja, weil das einfach so mies ist und so billig. Und die Leute haben nie in ihrem Leben eine Sprechtechnikunterricht gehabt. Die sprechen undeutlich, sie nuscheln, sie sprechen keine Endungen. Also es hat mir auch mal ein Regisseur gesagt, als ich Panic Room gesprochen habe. Oh ja. Man muss bedenken, das, was sie da spielt, ist eine New Yorkerin mit einem Harvard-Studium, die mit einem reichen Mann verheiratet war, nach der Ehetrennung mit ihrer Tochter, die Diabetes hat, in eine Wohnung in New York zieht. Und die spricht in New York ein anderes amerikanisches Englisch als jemand, der in New Orleans wohnt. Ja? Und da hat er Texas oder so, ne?
Da hat der Regisseur zu mir gesagt, ich sollte doch bitte die Endungen verschleifen. Ne, also immer den Rest weglassen sozusagen. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich finde, dass diese Frau ein ihr anzumerkendes und auch anzuhörendes High New Yorker Englisch spricht. Und das muss man auch ein bisschen vorführen. Das macht sie ja im Original. Sie spricht ja wie eine intellektuelle Amerikanerin in New York. Ja? Und das muss man durch die Sprache auch zum Ausdruck bringen. Wenn das kein Schwein versteht, weil er noch nie in New York war, weil er kein Englisch spricht, dann lässt er sich natürlich auf so einen Scheiß ein wie, ach, lass mal die Endung weg. Und da könnte ich die Krätze kriegen, ja, wenn ich so eine Anweisung höre. Das ist einfach nur blöd. Na, genau, das ist ja auch mal so das Thema, das fand ich auch mal sehr schön, da hatte ich mit der lieben Claudia Urbstadt-Minges mal sprechen können und die hat halt auch gemeint und das ist genau das, was sie gerade auch im Grunde bestätigt haben nochmal, es reicht ja nicht, einfach nur die Wörter zu übersetzen, man muss ja auch die Mentalität dahinter irgendwo mitnehmen. Okay. Na, weil ja. Ansonsten wird es halt doch sehr, sehr seltsam und dann sind wir an dem Punkt, ne, oh Gott, das kann man sich ja fast nicht anhören, aber man muss ja auch die Mentalität mit rübernehmen und ja. Das ist unter Umständen ein Riesenunterschied. Nehmen Sie mal zum Beispiel diese beiden Filme, also Angeklagt, wo sie wirklich dieses, also ist ja noch nicht mal mehr Mittelklasse, also den Underdog auf dem Campingplatz in einem Wohnwagen darstellt, die in Miniröcken rumläuft und ein lockeres Ding ist. Und dann sehen Sie mal die in Panic Room, die elegante New Yorkerin. Und das spielt sie halt. Das spielt sie und das versuche ich auch umzusetzen, wenn ich sie spreche. Genau, und das ist ja der Punkt, den ich wiederum, warum ich so eine Begeisterung mittlerweile für die Synchronisation habe, also einfach als Konsument quasi. Das sind so viele verschiedene Rollen und jetzt unabhängig von Originalversion oder auch die deutsche Version, das nimmt man der jeweiligen Situation ja ab. Ja, klar. Und das ist das Beeindruckende, ne? Ja, und das liegt natürlich dann auch am Regisseur. Wenn es dem Regisseur am Arsch vorbeigeht, was aus seinem Film wird, dann hängt dem hinten im Genick die Firma. Nun mach mal hinne. Wir müssen aber am Tag 300 Takes aufnehmen. Und so ein Film hat etwa 1200 Takes. Das heißt, sie sind mittlerweile in einer Woche durch. Ja. Mm. Und wenn da dann abends vielleicht ein Fußballspiel läuft, was der gerne sehen will, na dann ist er um 16 Uhr fertig, weil er mal ordentlich noch Dampf gemacht hat. Ach du Schande, das ist ja schon gruselig. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist heftig. Und wie ist das so, weil das da auch da wieder, keine Ahnung, vielleicht als einfach also aus meiner Nerd-Sicht raus, aber nimmt man im Vorfeld oder so die eigene Arbeit, nimmt man das irgendwie wahr, oh, das wird jetzt wieder eine große Nummer oder oh, das hier, mal gucken, was wird denn das da finden, was habe ich denn da gesprochen oder also nimmt man das im Vorfeld schon so ein bisschen wahr, wie sich sowas entwickelt oder verfolgt man das dann? Als was? Als fertiges Modell oder vor der Arbeit? Ja, sowohl als auch. Also meinetwegen, da kommt jetzt, ja, da kommt jetzt ein Film, ist nicht so wichtig. Reden Sie mal irgendwie drüber, passt schon. Und dann nächstes Projekt. Oder hier, oh, sehr, sehr wichtig. Hollywood AAA, da muss die 17. Nachkommastelle noch funktionieren. Also, da ich keine 0815 Sachen synchronisiere und auch nicht bei Trickfilmen dabei bin oder bei irgendwelchen Fernsehserien, die laufen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also ich habe einfach keinen Bock, 9 Wochen lang im Dunkeln in einem Atelier zu stehen. Ja, da werden sie ja depressiv, wenn sie gar keine Sonne bekommen den ganzen Tag. Und das mag ich sowieso nicht. Und wenn ich einen Spielfilm synchronisiere, wie gesagt, das gucke ich mir vorher an und dann bereite ich mich vor. Und dann freue ich mich auch wahnsinnig, nachdem ich das gesehen habe, das dann im Atelier gut zu tun, gut zu machen.
Nee, das ist klar. Nee, ich meine jetzt also, keine Ahnung, jetzt als Beispiel einfach nochmal hier die mit diese Angeklagten zum Beispiel oder eben Schweigen der Lämmer. Also hat man dann hinterher im Nachhinein geguckt, ah, guck mal, in der Presse oder wie auch immer, ah, wie wird dieser Film aufgefasst? So in der, also ne, verfolgt man das oder sagt man, nö, habe ich fertig? Witzigerweise hat mich, bevor ich Schweigen der Lämmer synchronisiert habe, ein damals ziemlich bekannter Synchronregisseur angerufen, mit dem wir auch befreundet waren, mit dem wir ein paar Funkgeschichten gemacht haben. Und der hat gesagt: Um Gottes Willen, das darfst du nicht synchronisieren. Das ist ein grauenhafter Film. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Du, also. Es ist ein Jodie Foster-Film und da wüsste ich jetzt gar, also selbst wenn die ein Porno gedreht hätte ich sie synchronisiert, ja. Das war mir irgendwie völlig piepig. Ich konnte es gar nicht nachvollziehen, ja, was der nun an diesem Film so furchtbar fand. Natürlich ist der, aber der ist ja wahnsinnig gruselig. Der hat ja so einen Suspense und der hält einen ja derartig auf Trab. Und hinterher ist es meistens so, dass es Passagen gibt, wo ich denke, ach na, das hätten wir eigentlich nochmal aufnehmen sollen. Das war eigentlich so, jetzt irgendwie das so und so. So, also ich gucke mir seltenst einen Film hinterher nochmal an, beziehungsweise wenn, dann vielleicht ein Jahr später zu Hause vorm Fernseher sitzend. Aber das ist abgeschlossen. Ich kann es nicht wieder gut machen. Ich kann es nicht verbessern. Deshalb würde mich das wahnsinnig ärgern, wenn ich mir da jetzt permanent zuhöre und immer denke, nee, also das war ja nun nicht so besonders gut. Oder nee, also da hättest du doch irgendwie das. Nee, also das mache ich nicht. Okay, also das nimmt man dann auch mal so mit, wo man denkt, ah, so man ist sich selbst ja gern der härteste Kritiker. Ja. Also dann so okay, einfach zu sagen, okay, ich gucke mir den Film jetzt einfach mal an, wie das im Gesamten wirkt. Also das funktioniert dann doch nicht mehr so ganz. Nee, das geht nicht. Das ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Ja, das ist halt, wie gesagt, aus meiner Sicht, weil man hat ja teilweise, oder was heißt teilweise mittlerweile, leider Gottes, man hat ja nur noch einen kleinen Einblick daran, wie so das ganze Ergebnis dann da aussehen wird, weil den Film sieht man ja in den seltensten Fällen noch. Wie gesagt, wenn dann mit zig irgendwie Stempeln vollgeknallt und sowas. Und von daher hätte ich dann gedacht, dass einen das dann vielleicht mal so interessiert. Man sieht den Film nicht in den seltensten Fällen. Ich sehe den Film immer vorher. Darauf bestehe ich auch, weil ich das wichtig finde. Vielleicht für jemanden, der irgendeine Nebenrolle spielt und ein Kellner in dem Film, ist es nicht so wichtig. Aber wenn ich die Foster spreche, dann will ich den Film vorher sehen. Ob mit Schwarz-Weiß oder kariert oder sonst wie. Ich will den Film sehen, damit ich mir vorher ein Bild davon machen kann, was da im Dezember auf mich zukommt. Okay, ja gut, okay, wenn das ja verhandelbar ist, das ist ja dann nochmal eine andere Nummer. Dann geht das ja noch. Ansonsten stelle ich mir das halt wirklich schwierig vor, weil da fehlt einem ja dann der komplette Zusammenhang zum Teil. Ja, gar nicht. Das geht ja gar nicht. Also Sie müssen ja immer mehr wissen als der Schauspieler da oben auf der Leinwand. Na, no. Ansonsten, gerade heutzutage, wenn man dann mal irgendwie interviewt wird oder so und dann, ja, wie waren die Rolle in dem und dem Film? Ja, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, ich habe mir den Film noch nicht angeguckt. Und dann, das wird ja unter Umständen auch mal schwierig. Ja, Na. aber wie gesagt, da bin ich irgendwie anders. Boah, gut, ich meine, das schadet ja nicht, ne? Alle gleich wäre ja auch langweilig, ne? Ja. Insofern, ja, wunderbar, dann würde ich mich, weil ich will jetzt auch nicht da ad infinitum Sie da Ihrer Zeit berauben. Ich freue mich auf den nächsten Film. Haben wir da schon ungefähr ein Datum, wann der rauskommen wird? Also ich denke mal, durch diese ganze Corona-Scheiße wird das wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Nicht eine Woche, Quatsch. Also, wann werden die Kinos wieder aufmachen? Im Februar, März, April? Oh Gott, ja. Ja, oder die setzen ihn, wie ja die ganzen Studios auch versuchen, als Streaming, dass da jeder was bezahlt, so wie bei Mulan und Disney, dass sie das bei den nächsten Filmen, die da auf Halde sind, auch vielleicht so machen. Was ich jetzt nicht so schlecht finde. Also ich hätte mir Mulan mit meinen Enkelkindern und hier, da hätten wir zu sechst vor der Glotze gesessen. Und hätten, ich glaube, hätte 24 € gekostet oder so. Das ist ja dann auch
vertretbar, wenn so viele Leute zugucken. Ja. Es ist natürlich, es fehlt natürlich das wunderbare Kinoerlebnis, aber Gott, das werden wir ja irgendwann wieder haben, nehme ich an. Besser, dass die Leute zu Hause bleiben, vorsichtig sind, Mund- und Nasenschutz tragen, sich nicht anstecken, nicht leichtsinnig sein und dass wir alle im nächsten Frühjahr, Sommer wieder verreisen können und dass es uns wieder gut geht und dass wir jetzt, Gott, ja, also ich bin in einem Alter, ich feiere mit meinen Enkeln und mit meinen Kindern immer Heiligabend und meinem Mann natürlich. Also ich fände es schade, aber wir haben uns auch schon ausgedacht, dass unsere Tochter mit ihrem Neugeborenen Heiligabend zu uns kommt und mein Sohn mit seinen Kindern am ersten Weihnachtsfeiertag. Und das geht auch. Und ich sage mir immer, Leute, es gibt weitaus Schlimmeres als das, was wir jetzt hier erleben. Ja? Was wäre denn, wenn wir einen Krieg hätten? Wir haben Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen, wir haben warme Kleidung, wir haben Freunde, mit denen wir telefonieren können, wir können Fernsehen sehen, wir lesen Bücher. Also so, wir verhungern nicht. Es gibt genug zu essen und zu trinken und Klopapier gibt es auch genug. Ja, das sehr, sehr schön zusammengefasst. Nee, ich drücke uns da auch ganz fest die Daumen. Auch eine sehr gute Freundin von mir, die liebe Hedi, die arbeitet auch im Kino. Die hat da im Moment auch ganz schön, die haben da ganz schön zu knabbern. Deswegen kriege ich das Ja, immer mal so furchtbar. mit. Ja, es ist Deswegen, furchtbar. ich drücke uns allen die Daumen. Ich Ja, drücke Ihnen da die wird. Daumen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Zumal, wenn jetzt da mehrere Impfstoffe auf den Markt kommen, das wird schon alles klar gehen. Ja, hoffen wir es, hoffen wir es. Ich bedanke mich Ja. nochmal, dass ich die Zeit eingeräumt bekam. Vielen lieben Dank. Ich Ja. hab mich sehr gefreut. Alles Ja. Gute für die Zukunft Danke Ihnen auch. und Dankeschön. Bis Und bald. Okay, ja, tschüss. danke. Tschüss.